Lass es geschehen, YouTube. Herzlich willkommen zu einer neuen Skin-Show. Es gibt einen neuen Skin, den ist der, oder es gibt ihn bald für den Draven. Das ist der Gladiatoren-Draven. So sieht der ganze Kerl aus. Das ist mal von hinten, von vorne, von der Seite und dann mal nochmal so hier. Ganz cooler Skin. Die Sprüche haben sich nicht geändert, aber die Attacken vom Aussehen her und der Rückruf. Der Rückruf ist das geilste überhaupt. Schaut euch das an. Und die schreien halt die ganze Zeit Draven. Und jetzt gucken wir uns die ganze Chose mal in dem Spiel an. Wundert euch nicht, dass da oben Vandelios steht. Vandelios ist ein guter Kollege von mir und wir teilen uns einen PBE-Server. Und deswegen wollen wir uns einfach mal jetzt angucken, wie das Ganze aussieht. So sieht das Q halt aus. Das Auffangen ist immer noch das gleiche. Das E... Das W, da wird es zum Beispiel rot. So, und dann versuchen wir gleich mal irgendwie einen Kill zu bekommen. Das ist ein bisschen problematisch, weil es hier auch immer noch ein bisschen laggy ist auf den Ami-Servern. Aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin. So, wir hauen ihn einfach mal eine rein, dass wir ihn mal so ein bisschen Lowlife kriegen. Das ist seine Ulti. So sah gerade die Ulti aus. Habt ihr die einmal gesehen? So, das ist halt wie immer das W. Das Q meine ich, sorry. Sieht auch echt nice aus. Ja, das war es eigentlich schon, sozusagen. Das sind einmal habt ihr dann mal die Attacken gesehen von dem Gladiatoren-Draven. Einmal, wie es halt so wird, das Tattoo verändert sich halt, wenn er W drückt. Die Klingen fangen an zu leuchten, wenn er Q aktiviert hat. Und das ist halt sein E nochmal. Das macht dann einmal so, wenn er dann Q aktiviert hat und W anmacht, sieht das so aus. Und nochmal seinen Rückruf. Und das war's für mich dann auch schon. Dann habt ihr den neuen Gladiatoren Draven Skin gesehen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis dann.